Ich begrüße euch zur Pressekonferenz nach dem Spiel 60 München gegen Dynamo Dresden. 15.000 Zuschauer im Grünwalder Stadion sehen ein 0:0. Markus Anfang und Maurizio Jacobacci begrüße ich neben mir. Und Trainer der Gäste können natürlich die ersten machen. Ja, danke schön. Hallo zusammen. Ja, ich glaube, heute hat man gemerkt, dass es eine englische Woche war. Und wir sind trotzdem gut in die Partie gekommen. Wir haben, glaube ich, das Spiel auch größtenteils kontrolliert. Es war ein sehr chancenarmes Spiel. Ich glaube, in der ersten Halbzeit waren auf beiden Seiten nicht wirklich viele Torchancen. Ich fand trotzdem, dass die Jungs das ganz ordentlich gemacht haben. So diesen entscheidenden Moment nach vorne, dass wir nochmal vorne reinkommen und dass wir den Torschuss herausspielen, haben wir nicht gehabt. Ja, und in der zweiten Halbzeit hat 60 dann eine Kopfballchance. Und hinten raus muss man sagen, wir hatten dann mit Luca eine hundertprozentige, die nicht wirklich trifft, wo er mit der Innenseite den dann versucht so wegzuplatzieren. Ja, und dann hinten raus die Strafraumsituation. Ich glaube, dass man in der Situation auch anders entscheiden kann. Aber das haben wir jetzt in den letzten Wochen häufiger erlebt. Aber ich glaube, insgesamt war es ein 0-0, was wir gerne mitnehmen, auch wenn wir natürlich gerne gewonnen hätten hier. Aber ich glaube, meine Jungs, die haben jetzt immer nur zwei Tage frei gehabt dazwischen. Man hat das einfach heute gemerkt, dass da die Frische gefehlt hat. 1860 München, alles Gute. Ist auch ein toller Verein, der auch nicht in die dritte Liga gehört. Wir werden jetzt regenerieren und wir uns auf das nächste Spiel vor. Danke. Dankeschön. Trainer, auch dich dürfte ich um ein paar Worte drücken. Ja, ich glaube, dass das Spiel, auch wenn es 0-0 gefallen ist, also 0 ausgefallen ist, glaube ich auch interessant war auf der taktischen Ebene. Erste Halbzeit, beide haben sich eigentlich kontrolliert. Ja? Wir haben eigentlich eine Situation, wo Schwarz im Abseits steht, wo er sonst alleine aufs Tor gehen kann. Aber sonst eben war es vor dem Tor wenig gefährlich, sei es bei uns wie auch bei Ihnen. Ich glaube, die erste Halbzeit haben wir fantastisch verteidigt, gegen den Ball enorm viel Arbeit geleistet, konnten so den Gegner weg von unserem Tor haben. Und das war natürlich unser Ziel. Da haben wir uns sehr, sehr gut vorbereitet natürlich, weil es ist nicht so einfach gegen diese Mannschaft zu verteidigen. Sie machen es sehr gut, man sieht auch die Abläufe, die sie haben. Die sind eingespielt, da sieht man eben, dass sie schon länger beisammen sind und eben man gibt ihnen die Zeit, etwas auf die Beine zu stellen. Und ja, sie sind auf einem sehr, sehr guten Wege und von daher auch verdient an erster Stelle im Moment in dieser Liga. Zweite Halbzeit, ganz klar, müssten wir eigentlich in Führung gehen mit dem Kopfball von Schwarz. Und natürlich die andere Chance, die wir haben, wo auch wieder mit Schwarz der Abschluss mit dem linken Fuß. Normalerweise haut er ihn rein. Leider heute nicht, aber wir sind immer näher dran. Und es ist ein gutes 0-0 gegen einen wirklich sehr guten Gegner, wo, wenn man eben nicht aufmerksam bleibt über die ganze Zeit, wird man bestraft. Und da haben wir gesehen, ein schlechter herausgespielter Ball von Leroy, der ein hervorragendes Spiel gemacht hat, muss ich auch sagen. Er hat eigentlich jeden Zweikampf gewonnen, mit Ferla zusammen hinten solid gespielt. Und, aber eben in der letzten Aktion, wo er zu der brenzligen Situation kommt im Strafraum, da haben wir natürlich auch eben, Gott sei Dank hatten wir einen Schiedsrichter von der Bundesliga. Und da braucht es natürlich von mir auch mehr, um einen Strafstoß zu pfeifen. Aber noch einmal, es ist ein gutes 0-0, das sicher sehr spannend war, auch wenn eben wenig Aktionen vor dem Tor stattgefunden haben. Aber für den Fußballkenner, wenn man das defensive Verhalten, sei es von der einen wie auch von der anderen Mannschaft sieht, ist es auf einem sehr, sehr hohen Niveau gewesen. Danke.